Und da sind wir wieder bei der Nachvertonung von Evil Genius mit mir, der sonnigsten Chora aller Zeiten, Lady Fudel und der sonnigsten, ach, drauf, ist egal. Ich habe nachgeguckt, es ist Michelle Obama und nicht Hilda Obama. Also war ich aber nah dran, würde ich sagen. Oder was meint ihr? So, und da höre ich schon einen Hubschrauber. Agenten. Eindringling wurde mit Schwächentag markiert. Leute, die random rumlaufen. Aufgrund meines hohen Sicherheitsbedürfnisses haben wir ja sehr viele Wachen. Die Apotheke. Ach ja. Was können wir denn jetzt machen? Machen wir das? Brauchen wir 8 Arbeiter für. Da brauchen wir wirklich 8 Arbeiter für. Das dauert 30 Sekunden. Da gibt's das hier. Da brauchen wir 5 Arbeiter und 3 Techniker. Würde ich sagen, schicken wir doch von jedem 10 hin. Jetzt, später, gar nicht. Da waren wir schon. Achso, ich guck gerade, wer mich mag und wer nicht. Nein, wir holen uns natürlich die Friede, Freude, Eierbecher. Hä? Ja. Friede, Freude, Eierkuchen. Das braucht 6 Arbeiter und 4 Techniker. Das heißt, wir schicken doch wahrscheinlich nichts hin. Schade. Ja, das Kraftwerk. Achtung, Eindringling. Sicherheitstür wurde umgangen. Ja, das löst bei mir echt nicht dramatische Emotionen aus. Eindringling wurde mit Fangentag markiert. Ja. Warnung, feindliche Person in Basis entdeckt. Schwächentag. Schwächentag angeordnet. Die wurde halt jetzt gefangen und liegen lassen. So. Da ist jemand gestorben. So, da schießt jemand. Bist du das, die K.O. ist? Eindringling wurde mit Schwächentag markiert. Wer schießt denn da? Da von den beiden doch bestimmt keiner. Vor allem der mit der Pistole nicht. Wer schießt da? Ja. Nee, da muss auch nicht die ganze Zeit blitzt, der schießt auch nicht. Ach, der ist es, ja. Genau, in einem Raum voller Wachen. Tja. Der stirbt. Ach, das hat doch alles keinen Zweck. Bringen wir den auch um. Ein Schlag und hinüber. So, Sie haben hier nichts gesehen. Gehen Sie weiter, junge Dame. Hier gibt es nichts zu sehen. Naja, ein bisschen Schwund ist immer. Würde ich zumindest sagen. Ach ja, dieses Spiel. Was gibt's denn bei euch so Neues? Genau, das Schwächentag. Ich liebe es. Ich finde das immer schön, wenn man mitsummt. Ich summe ja die Melodie mit, wenn sie in mein Ohr dringt. Da haben wir so eine Verzögerung von einer 100. oder 1000. Sekunde. Die braucht ja einen Weg.
Ist ja der Weg von den Kopfhörern in mein Hirn und wieder zurück. Und dann ja noch den Weg vom Mund bis zum Mikro und dann noch zur Aufnahme. Deshalb immer, wenn man mitsummt, ist das ja eine ganz leichte Verzögerung zur Melodie. Aber ist egal, oder? Ich summe sehr gerne mit. So, machen wir das jetzt? Ja, wir machen es. Schicken 15 Arbeiter und 12, glaube ich. Ja, weil 3 müssen immer in der Basis sein, damit sie in der Basis sind. Und wir verschwören da vor uns hin. Und das Ding wird wohl nie mehr repariert werden. Die gehen wohl nicht. Aber die. Ja. Da wird's ziemlich voll vor der Basis. Dem werden die Schuhe geputzt. Ah ja. Der Eismann. Eis. Wann kommen die endlich? Wo bleibt der Hubschrauber? Da ist nix. Und der Raumanzug, was brauchen wir denn dafür? Guck ja nicht ständig drauf. 5 Arbeiter und 5 Techniker. Und da ist der Hubschrauber. Da steigen die ein. Außergewöhnlich, ja. Die brauchen wir gar nicht, das mit dem Schwächentag zu versehen. Da müssen wir uns jetzt drum kümmern. Komm. Denk doch mal an den gelben Alarm, Christian. Ja, töten. Eliminieren-Tag angeordnet. Genau. Eindringling wurde mit Eliminieren-Tag markiert. Ja, das außergewöhnlich schafft er natürlich auch alleine. Gelber Alarm. Wir merken, na, ist ein bisschen langsam. Roter Alarm. Oh, noch immer gelber Alarm. Warum habe ich denn auf gelb? Ha? Die sind doch alle tot. Meiner auch. Die Katze sitzt schon wieder auf meinem Schoß. So, dann wollen wir mal los. Mission beginnt. Dokumente der höchsten Geheimhaltungsstufe, die wir aus dem Mavia-Hauptquartier haben, besorgen konnten, deuten darauf hin, dass die Organisation sich mit dem in der finalen Testphase einer Technologie zur Massenberuhigung befindet. Allerdings wissen wir nicht, wo die Forschungsarbeiten stattfinden. Wir sollten zumindest sicherstellen, dass der Vorgang sabotiert wird und soweit möglich versuchen, so viel wie möglich von dieser Technologie zu stehlen und sie für unsere Zwecke zu nutzen. Vielleicht kann Mavia dazu verleitet werden, ihre Ausrüstung in einem Feldversuch einzusetzen, wenn wir in der Lage sind, die passende Situation herbeizuführen. Hat jemand Lust auf einen kleinen Aufstand? Ja, wir doch immer.
Ah, schaffen wir es noch? Es ist nur noch einer da. Ruck. Das war knapp. Ich mag diese Sachen. Ich bin noch immer ziemlich harmlos. Es ist noch immer gelber Alarm. Das müssten wieder so erbärmliche sein, genau. Die werden geschwächt. So. Ja, der fotografiert alles. Ja, die zwei Pagen stehen da einfach nur rum. Ja, wir gehen da schön dran vorbei. Und, 66 haben wir nur noch. Dann sollten wir das da ein bisschen erhöhen. Hier unten. Dass wir schneller wieder an Leute kommen. Oder auch nicht. Ja, diese außergewöhnlichen Agenten, die brauchen immer schon ordentlich Kram. Und da wird auch unser Ding geliefert von Amazon Prime natürlich. Aber das wird dahin, da will ich das doch gar nicht haben. Nee, nee. Aber ich lasse es erstmal da stehen. Ja, die schrauben da dran rum. Warnung! Hochsicherheitstür wurde durchbrochen. Eliminieren Tag angeordnet. Ja. Schwächentag angeordnet. Ich müsste vielleicht einfach mal irgendwie sinnvolle Fallen dahin bauen, aber was haben wir hier? Noch außergewöhnliche. Bewaffnet euch. Ein Ticken schneller. 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 Oh, ist das langsam. Wo bist du? Da. Die kommen da schon. Ja. Da ist der Minion. Kommt mit mir. So wird man auch den Außergewöhnlichen recht passabel, Herr. Eliminieren. So. Ich weiß auch nicht, warum er noch kein Level-Up hatte. Ja, aber ihr steht ja da hinten ganz gut rum. Also wenn irgendjemand Tipps hat, wie man diese Angriffe besser koordinieren kann, sagt mir Bescheid. Warnung, feindliche Personen in Basis entdeckt. Ja. Achtung, Eindringling. Sicherheitstür. Jetzt schieß doch einfach. Hier hat man nämlich jetzt zufällig Glück, dass die ganzen da auf einem Haufen standen. Und ihr seht schon, unten wird rapide mein... Ich wollte jetzt gerade tatsächlich mit der Maus reinzoomen. Jo. So, das sollte... Dieser Sache sollten wir jetzt aber auch Herr werden. So. Also bei den Außergewöhnlichen, das haben wir ja glaube ich in den letzten Parts schon gesehen, hat es absolut keinen Zweck... die zu... Also manipulieren zu wollen, die schießen dann direkt so. Das... Da ist ja niemand. Stellen wir es hier hin. Ah, nee, da kommt hier keiner vorbei. Packen wir es doch einfach hier zu. Achtung, nicht alle Zugangspunkte zum Objekt sind verfügbar. Ist ja nicht schlimm.
die hassen mich jetzt, die nicht mehr so sehr. Da gibt's eine Meerjungfrau. Alles nur geklaut. Ejo, ejo. Stein der Weisen. Fünf Arbeiter und drei Techniker. Die, und da frage ich mich, ob wir die nicht schon haben. Wir haben so eine Vase ja da drin stehen. Ming, bling, bling. Die Bibliothek braucht zwei Arbeiter. Schick mir mal 10 hin. 12. Da passiert nicht so viel. Da steht's, und jetzt haben wir so einen schönen Gang, wo die halt immer sich an meinen Sachen ergötzen können. Das Ding wird nie wieder ganz, glaube ich. Brauchen wir doch einfach noch ein bisschen mehr. Ja, je mehr Kontrollpaneele man hat, beziehungsweise, ja, Computer halt, umso 70er Jahre Computer, umso mehr Infos bekommt man dann auch. Warnung, Hochsicherheitstür wurde durchbrochen. Ja. Ich müsste einfach nur die Pagen die ganze Zeit am Eingang postieren. Wenn das ginge. Dum, dum, dum. Ja. Jetzt sind wir noch bei 61, das läuft. Aber unser Geld verschwindet. Ja, die hassen uns richtig. Die im Moment gar nicht. Und da gibt es, ja. Kennt ihr es beim Spielen oder wenn ihr selbst Let's Player seid, beim Aufnehmen, ihr vergesst alles sofort, was ihr euch durchlest? Den Raumanzug. Tja. Da würde ich mal sagen... Wie wir uns aber das Ding holen, sehen wir beim nächsten Mal... Wenn es wieder heißt, Evil Genius mit mir, dem lieben Fudel und der sonnigsten Chore aller Zeiten. Also, haut rein und bis dann.